Ja, hallo liebe Freunde, was geht ab? Ich bin der Dennis, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf UrbFZ. UrbX Adventure zum Cold Case 100 Jahre hinter Kaifeck, zweiten Teil. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Jetzt geht die Geschichte weiter. Ihr wisst, die hinter Kaifeck moderieren sind jetzt zum 100. Jahr verjährt. Jetzt haben wir den 6. April, meine ich. Genau, den 6. April. Also das heißt, zwei Tage nachdem vor 100 Jahren die Leichen gefunden worden sind. Naja, gut. Ich will jetzt mal zum zweiten Teil, also wie der Tat abgelaufen ist, mal genau erklären. Auf alle Fälle wurden die Personen im Stadel nach und nach erschlagen. Das heißt, die wurden auf irgendeiner Art in die Scheune gelockt und dort mit dieser Reuthaufe einer unbekannten Person erschlagen. So, und wie das Ganze abgelaufen ist, wie es dazu gekommen ist, dass die Leute nach und nach in die Scheune gelockt und dann erschlagen worden sind, darüber gibt es so ein paar mögliche Theorien, also welches davon überhaupt gar nicht eindeutig sicher ist. Manche sagen, eine Kuh, die unruhig war, sodass es dazu geführt hat, dass dann die Person dann zumindest erstmal die erste Person dahin gelockt worden ist und als die dann vermisst wurde, dann die zweite und nach und nach und nach. Oder einfach nur, es könnte auch vielleicht ein anderer, etwas eher mysteriöser Hintergrund geben. Naja, dazu komme ich gleich. So. Die Tat ist so verlaufen, dass zunächst Victoria Gruber, die eigentliche rechtmäßige Besitzerin des Hofes, in die Scheune gelaufen ist und erschlagen wurde. Auf alle Fälle, später in der Obduktion hat ergeben, dass die dann sechs bis acht Kopftreffer von der Reuthaube abbekommen und dazu nur Würgemale am Halse festgestellt worden ist. Also man kann davon sprechen, dass es vielleicht sogar Übertötung stattgefunden haben könnte. Das heißt, entweder die Frau wurde erst erwürgt und dann erschlagen oder zunächst versucht worden zu erwürgen. Die hat sich wahrscheinlich irgendwie herausgerissen und dann wurde die dann nochmal mit der Reuthaue erschlagen. Dann als zweite Person ging dann ihre Mutter Cecilia Gabegel in die Scheune hinein, wo sie gemerkt hat, dass die Tochter weggegangen ist. Oder vielleicht hat sie auch ein Geräusch gehört. Man weiß es nicht. Jeder sagt was anderes. Und dann wurde sie auch dort drüben erschlagen. An der gleichen Stelle. Dann hat dein Vater, weil der Mann soll wirklich ein richtiger Freak gewesen sein. Dann ist der Vater Andreas Gruber in die Scheune reingegangen. Dann wurde er dann dort erschlagen. Und dann blieb dann noch die kleine Cecilia, oder auch genannt Cilli, ist dann auch in die Scheune gegangen, wurde dann mit einem Schlag dann ebenfalls unschädlich, neutralisiert, ausgeschaltet, was auch immer. Später in der Obduktion kam dann heraus, dass bei der kleinen Cilli Haarbüschel in den Händen waren. Das heißt, sie erschlagen wurde, noch einige Stunden gelebt haben. Also ein Todeskrampf hatte sie wahrscheinlich Haaren zerrissen und dann verstarb sie an Ort und Stelle. Ziemlich tragisch. Der unbekannte Täter ist danach dann in die Wohnstube reingegangen. So, jetzt kommt's. In die Mägdekammer, da wurde die Frau Marianne Baumgartner erschlagen. Und zum schlechten Letzten, wurde dann der kleine Josef, der in seinem Kinderwagen drin lag, saß, was auch immer, dann anschließend auch noch mit einer einzigen heftigen Schlag ebenfalls erschlagen. Ziemlich tragisch. So ist die ganze Geschichte passiert. Ja,
Wie gesagt, wie das Ganze, wie die nach und nach sind, diese Scheune gelockt worden sind, kann heute eindeutig nicht mehr festgestellt. Jeder sagt was anderes. Einer sagt vermutlich durch ein unruhiges Tier. Andere sagt durch, es könnte sein, dass die Victoria Gabriel sich scheinbar mit jemandem in der Scheune getroffen hat und zu einem Art verbalen Schlagabtausch gekommen ist und dann am Schießen dann zu die dann erschlagen wurde. Und derjenige, der die Victoria Gabriel dann erschlagen hat, hat sich dann in der Scheune verschanzt, hat auf die anderen gewartet. Ziemlich mies. Also ziemlich miese Art des Tötens auf jeden Fall. Richtig hinterhältig. Diese Tötungsserie fand am 31. März 1922 schätzungsweise zwischen 19 und 21 Uhr, also wo es noch richtig, das war spät abends, wo es so eisig kalt, überall Schnee lag, statt. Danach sind halt so auch so einige Dinge passiert. Halt, naja, ihr müsst euch vorstellen, Einöde, mitten auf der Pampa, sau ruhig und still. Am nächsten Tag sollen dann die Schirowski-Brüder, der eine hieß Hans, der andere habe ich jetzt den Vornamen gerade nicht auswendig im Kopf, das ist ein Kaffeehändler gewesen. Die wollten, die sind halt vorbeigekommen, um nachzufragen, zu horchen, ob die Kaffee haben möchten. Oh, scheiße, ich habe keinen Kaffee dabei. No coffee, no worky. Egal. Auch die wussten schon, was Kaffee überhaupt wertvoll war. Naja, Spaß beiseite. Trafen da niemanden an und sind dann wieder gegangen. Gell? Und dann bis den kompletten Tag war nichts mehr auf dem Hof los. Noch was habe ich vergessen. Genau, einen Tag nach, also gedeckt am nächsten Tag, am 1. April, war noch, nachdem diese Kaffeehändler da waren, noch was. Und zwar, da soll ein Zimmerer vorbeigekommen sein und dort von einem Unbekannten scheinbar von einem mit einer Taschenlampe geblendet worden sein. Dazu kommt noch, soll er später bei einem der Vernehmungen dann erzählt haben, dass scheinbar der Backofen, weil die hatten ihren Backofen draußen gehabt mit so einer Art Schornstein, da hat der ganze Backofen angeblich gebrannt. Strange. Hat etwa der Täter in diesem Moment dort gewohnt? Gut möglich. Was es noch einen Punkt gab, das war nämlich die Tat geschah an einem Freitag. Einen Tag später, das war der Samstag, weil damals war es ja so gewesen, dass es auch Samstags Schule gab, Unterricht stattfand, da hat die Zili im Unterricht gefehlt. Das ist auf jeden Fall aufgefallen, aber da haben sich die Leute auch nicht ganz so viel dabei gedacht. Es hätte ja sein können, die kleinen Zili ist krank. Naja, die Kaffeevertreter hatte ich, Zimmermann hatte ich und die kleinen Zili hatte ich jetzt auch. Jetzt geht's weiter zum 2. August. 2. April 22 war ein Sonntag gewesen und da, Sonntag, geht man ja in die Kirche. Und da kommt halt heraus, dass die Grubers vermisst werden, weil die Victoria Gabriel war Kirchensängerin. Sie war auch wegen ihrer tollen Stimme sogar die gleiche von Kirchenter Kai Feck hatte sie als Beinamen gehabt. Ja, die soll auch sehr schön gewesen sein. Also über diese Person existiert leider Gottes kein Bild. Auch über die Opfer ist so viel nichts bekannt. Es soll ein Foto von Hinterkaifeck geben, wo da zumindest Victoria Gabriel mit 13 und der Bauer Gruber mit deutlich jünger, also Jahre später zu sehen, so ungefähr 20 Jahre oder so. Ob das wirklich die Personen sind, weiß nicht, weil die Qualität für dieses Fotos ist einfach viel zu schlecht. Man kann die Gesichter kaum erkennen, sehr schlecht entziffern. Man kann nur bei Andreas Gruber sehen, dass er wahrscheinlich einen Bart hatte oder so. Naja. Ja, die Grubers werden vermisst und dann ein Landwirt, also der Sohn eines Landwirtes, kommt dann bei den Hinterkaifeckern vorbei, um Schmalz zu kaufen. Und auch der trifft dort niemanden an. Dann ist er erstmal weg. So, und am 3. April 1922, das ist nämlich am Montag, da ging die neue Woche los, kommt morgens früh der Postbote vorbei. Bringt die Zeitung vorbei und wahrscheinlich Brief.
und trifft dort auch wieder niemanden an. Und später bei einer seiner Vernehmungen erzählt er dann, dass in der Küche niemand drin war, weil er sonst, wenn er immer vorbeikam, hatte dann den Kinderwagen des kleinen Josef gesehen und hat sogar gesehen, wie Josef in seine Richtung geguckt hat. Das ist auch so ein Ding, was da, was auf jeden Fall ich noch hinzufügen möchte. Aber er hat sich auch da noch nichts dabei gedacht. Nun kommen wir zum 4.4.1922, ein Dienstag. Da kommt nämlich der ein Monteur namens Albert Hofner vorbei, um einen Motor zu reparieren, den er schon aufgrund, wahrscheinlich wegen des schlechten Wetters, wegen des Sturms oder Schnee, Kälte, was auch immer, oftmals verschieben musste. Er wollte es dann diesmal hinter sich bringen. Fand dort auch niemanden vor. Dann, seltsamerweise, naja, er fand da niemanden vor, außer den kleinen Hund, der Kai Fecker, also der des Hofs. Die hat nämlich einen kleinen Hund, so einen Spitz gehabt, einen kleinen Wachhund, so ein weißes, ziemlich hübsches Tierchen, was damals als sehr wachsam und auch ziemlich lebhaft galt. Der Monteur kam, wollte aber nicht lange warten auf die, wollte seine Arbeit verrichten und war nach circa 4 Stunden fertig und dann ist er weggegangen, hat dann auf dem Weg zurück, also als er das Hof verlassen hat, den Bürgermeister getroffen von Gröbern oder Schromhausen, ich weiß es gar nicht jetzt auswendig. Dann ist er, nachdem der Monteur fertig war mit seiner Arbeit, ist er in Richtung Gröbern gelaufen. So, dann traf er dann die Töchter von Lorenz Schlittenbauer. Diese Person werde ich euch näher erzählen in den nächsten Teilen. Er spielt nämlich bei der ganzen Geschichte auch eine gewisse Rolle, zumindest in Bezug auf Viktoria Gabriel. Dieser Schlittenbauer war der Ortsvorsteher von Gröbern. Jedenfalls traf der Monteur die beiden Töchter von Schlittenbauer und erzählte denen, dass er auf Kinderkaifeck niemanden eingetroffen hätte. Dass sie mal nachschauen sollen, ob da alles in Ordnung ist. Und direkt danach hat dann Jürgen Schlittenbauer seine beiden Söhne noch, hat noch zwei Söhne gehabt, der die dann rüber geschickt, um zu gucken, was da los ist. Kam hin, fand dort wieder nichts, außer dass sie vielleicht diese offene Scheunentür entdeckt haben, den auch der Monteur zuvor bemerkt hatte. Die kam dann wieder zurück, haben dann dem Jürgen Schlittenbauer gesagt, passt auf, wir haben niemanden getroffen. Dann ist er wiederum dann mit jemand anderem zusammen. Mit einem Michael Pöll hieß er genau. So ein Nachbarn hingelaufen, zusammen mit den beiden Söhnen. Und fand dort dieses grausige Spektakel des Mordes, des Sechsfachmordes dann vor. Ja. Das ist das Ganze, das was passiert ist am Ende. Ja. Dann binnen kurzer Zeit sind dann viele Schaulustige dazu gekommen. Ihr könnt euch vorstellen, in so einem Einöde sechsfacher Mord. Dann ist daraufhin in Hohenwart die Gendarmerie verständigt worden. Die wiederum haben dann die Kripo in München benachrichtigt. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Einöde ist ziemlich weit weg. Und das hat sehr lange gedauert, bis die Gerichtskommission angetroffen ist. Und als das Ganze dann passiert war, war es schon spätabends gewesen. Und da war es schon zu spät gewesen. Die richtigen Ermittlungen wurden dann ab dem 5.4. aufgenommen. Ja, so viel. Das ist das zu diesem ganzen Tathergang, wie das Ganze abgelaufen ist, was danach passiert ist und wie die Ermittlungen abgelaufen sind. Wie die Ermittlungen abgelaufen sind, liebe Freunde, werde ich euch im nächsten Teil von 100 Jahre hinter Kaifeck Cold Case genauer schildern. Allem voran natürlich auch ganz wichtig die Person, die Figur Lorenz Schlittenbauer. Was mit den anderen Personen, die erschlagen worden sind, dazu werde ich einen gesonderten Teil machen. Unabhängig von dem ganzen 100-Jahre-Spektakel. Ich hoffe, euch hat allen dieses Video gefallen.
es war, naja, es ist ein bisschen irre und wirre. Das basiert auf alles, worauf ich so auswendig weiß. Ich bitte uns zu entschuldigen, dass ich auch zwischendurch auch mal die Recherchen reingeschaut habe, weil ich nicht alles auswendig weiß. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Teil, Teil 3 von 100 Jahre hinter Kaifeck. Da geht es um die Ermittlungen. Bleibt dran, seid gespannt. Ich hoffe, euch bleibt auch alle gesund. Abonniert meinen Kanal. Bis dann.